Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft mit mir, dem Razer Games. Ja, in der letzten Folge haben wir hier diese Monsterfalle ausgehöhlt, wie auch immer. Und deshalb machen wir diesen Berg hier mal daneben weg. Wir haben auch schon Spitzhacken und Schaufeln dafür eingepackt. Müssen wir mal gucken, wir müssen nämlich eigentlich nur auf diese Schicht hier, ne? Das heißt, ich mache auch nur diese Schicht hier, weil ich einfach faul bin und ich die anderen Schichten mache. Aber doch, hier muss ich die andere Schicht machen, weil sonst komme ich nämlich an die untere Schicht nicht dran. Ja, das ist natürlich ein bisschen blöd. Naja. So, na, ich grab ja alles weg. Da, warte mal, so, wie lange kann ich denn noch? Ach, mal geht noch hier. Go, go. Grab schneller. So, ich glaube, jetzt sind wir an der Sandwand. Sand. Aber ist noch ein bisschen, ne? So, bis hierhin. Bis hierhin und nicht weiter. So, auf jeden Fall, Kram ist dann immer so verletzt, dass wir alles weg haben. Dann müssen wir nicht mal die Wasserstränge legen, damit die Monster ja auch dorthin befördert werden sollen, wo sie hin sollen. Nämlich ins Loch in der Mitte und dann in mein Lager, wo ich dann brutal abschlachten werde. Ne, ihr kennt mich ja. So, Schaufel. Mann, nee, ach, hä? Wieso bin ich eine Schaufel, wenn ich eine Spitzhacke? Ach, Mann, ich bin... Ich habe auch gerade hier, muss ich sagen, 10 nach 10 morgens. Also ich klinge auch noch ein bisschen einfach, so habe ich jetzt das Ding geschmissen. Ich klinge vielleicht ein bisschen anders noch. Ich weiß noch, dass ein Andreas mal, ganz früher mal, vor 2 Monaten war es, glaube ich, mal morgens aufgenommen habe. Also da habe ich mich so angehört, wie, keine Ahnung, als ob ich hier ein ganzes Besteckgeschirr verschluckt hätte. Das ging gar nicht, ey. Das war dann morgens um 7 oder so. Recht noch sein Andreas, bis mein Speicherstand weg war, und habe ich gesagt, no, das mache ich nicht mehr. Weil ich ja keinen Bock mehr drauf habe, das alles zu spielen, weil ich dann ja schon bei Folge 18 war. Ich glaube 18. Um 18 müsste es sein. Und dann dachte ich mir dann so, komm, nee, dann breche ich das lieber ab und mach dafür dann. Was habe ich dafür gemacht? Was habe ich dafür gemacht dann am Schluss? Ich hatte da Rollercoaster, Spec Ops The Line und Mafia 2, wenn ich mich jetzt nicht verschätze. Boah, ich weiß es gar nicht mehr. Mein Koffer war nämlich auch noch gar nicht da. Boah, das weiß ich gerade echt nicht. Also, was ich da hatte. Aber ich hatte irgendwas als Ersatzprojekt. Vielleicht war es auch gerade Minecraft. Ich weiß nicht. Das habe ich mir am Anfang gesagt, nochmal Minecraft, wenn es so war. Komm, jetzt wird schon wieder dunkel. Dann machen wir mal uns hier vom Acker. Jetzt müssen wir hier hoch. Schwupp, schwupp, schwupp. So. Geht doch. Für das Haus sieht ein bisschen aus wie so eine Produktionsfirma. Hier so das Haus, so ein Schornstein. Und die Flagge ist halt einfach nur da. Naja, gut, soll es halt so sein. Stört mich nicht. So, gute Nacht, meine lieben Leute. So, nein, ich muss hier runter. So, ich hoffe, Musik stimmt alles, weil ich habe da wieder ein bisschen rumgedreht, heimlich. Aber es klingt gerade nicht so laut auf meinem Ohr. Wahrscheinlich ist es mega laut. Naja, mal gucken. Aber wenn es mega laut ist, entschuldige ich mich für die nächsten 6 Folgen. Weil nämlich jetzt fällt im Voraus auf. So, aber eine Karotte kann man sich noch geben, ne? Ey, nein! Eine Karotte haben. Ja, mach ich mal weg. Oh mein Gott, ey. Lalala. Alles schön weg hier, alles schön weg. Ah, ich glaube, mein Inventar ist voll, ne? Hätte ich auch nicht lernen können oder so. Nein, das bin ja nicht fähig. Ach man, ne. Naja. Lalala. Ach so, hier ist. Ach egal. Der kennt bald kaum.
Nein, ah, ich hab noch was. Ja, ich das Gehirn. So, wupp, 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 so. Alles einsammeln, hier noch das alles. Ach du Scheiße. Warte, mach hier mal erstmal den Dirt weg. Aber ich glaube, wir haben schon alles dort frei gemacht. Ja. Das, was da oben ist, ist jetzt nicht so schlimm. Es kann da ruhig kleben bleiben. Oh, gerade klingeln meine Glocken. Also die Kirchturmglocken. Oh, ich glaube, man hört es aber nicht. Aber um 12 Uhr, wenn meine Aufnahmesession beendet ist, dann müsste man richtig laut werden. Ah. Und wie gesagt, ich muss jetzt die Folgen auch jetzt auf 20 Minuten bringen, da ich ganz einfach, ist halt so. Muss man halt machen. Nee, weil ich die auf 20 Minuten bringen muss, ist, ich bin morgens echt so verpeilt. Ich weiß nicht, vielleicht hört man es jetzt auch echt ein bisschen, dass ich gerade irgendwie ein bisschen lustlos bin. Obwohl ich gerade voll Bock drauf habe, aber ich klinge, glaube ich, echt ein bisschen lustlos. Naja, auf jeden Fall, ich muss 20 Minuten bringen, weil ich ja jetzt, wie gesagt, dann die nächste Woche in London bin. Bis Freitag, und deswegen muss ich jetzt bis Samstag. Das sind aber 7 Folgen, ne? Ah, verdammt, scheiße. Egal. Das sind 7 Folgen. Muss ich einen Voraufnehmen. Ich muss jetzt vor allem gucken, dass hier keine 3-Block-Dinger sind. Ach du Scheiße. Ah, verdammt. Ach Mann, ich muss das zumachen. Ach guck mal, das muss ich auch noch zumachen hier. Ach ja, ach guck mal, ja. Ich möchte da unten rein. Ach Gott. Ja, genau, weil ich nämlich in London bin und heute ist noch Abreise. Das heißt, ich wollte gestern Abend schon aufnehmen, aber dann war ich mir so übelst müde. Da dachte ich mir, ich nutze das einmal aus und stehe dann einfach morgens ganz früh auf, damit ich im Bus pennen kann, weil das nämlich über die Nacht geht, die Fensterfahrt. Dass ich dann halt ein bisschen früh auf den Beinen bin, dass ich da auch dann schön müde bin, schon um 12:01, weil ich weiß, es ist im Bus extrem schwer einzupennen. Und vor allem, wenn wir auch einen Busfahrer haben, der voll der Idiot ist und immer Kurven fährt. Naja, darüber weiß ich nicht mehr, aber... Naja, einfach mal, um sicher zu gehen. Deswegen nehme ich das einmal jetzt heute Morgen noch auf. Was aber auch kein Problem ist, kann ich über den Tag rendern lassen. Dann auch hochladen lassen mit dem super tollen neuen YouTube-Upload-Fenster. Also sind alle, die es im Kanal betreiben, wissen, was ich meine. Die anderen, seid froh, dass ihr es nicht wisst. Ach ja, YouTube und die Designs, ohne Spaß, das geht schon ein bisschen langsam auf die Nerven. Also nicht, was ich mache, sondern dass YouTube hier immer meint, ich muss das Design ändern, weil ich ja YouTube bin. Weißt du, das ist halt schon irgendwie scheiße, wenn du dich schon dran gewöhnt hast. Weil dann kommt ein neues Design, dann gewöhnst du dich da, dann kommt wieder eine Änderung. Zudem am neuen Design, du kannst jetzt also an alle diesen Kanal betreiben. Ich glaube, mit denen kann man jetzt am besten reden. Die anderen wissen jetzt nicht genau vielleicht, was ich meine. Du kannst nämlich jetzt keine Thumbnails mehr einfügen, nachdem das Video abgeloadet ist. Zumindest ging es nicht die erste Woche lang, dann haben sie es immer wieder drin gehabt. Aber, weißt du, das geht doch nicht. Ganz ehrlich. Das kannst du nicht machen. Weißt du, du kannst auch nichts mehr verändern, weil das gibt nämlich so einen Änderung-Speichern-Button. Beim Uploaden, da wird nämlich alles gespeichert. Davor wurde dann einfach alles gespeichert und du kannst auch noch was ändern. Und wenn du da drückst, klappt das Fenster ein und du kannst es nicht mehr ausklappen. Das heißt, du kannst nicht mehr einstellen, wann das veröffentlicht wird. Du kannst es nicht mehr einstellen. Du kannst die Beschreibung zum Beispiel auch nicht mehr ändern, wenn du das vergessen hast. Und da muss ich die Playlist verlinken. Hier musst du warten, bis es veröffentlicht wurde. Auch mal hier ist noch. So. Und ich finde es halt schon ein bisschen nervig für ein Videoportal, was einfach eine Größe hat. Das kannst du dir nicht vorstellen. Aber dann einfach alle 2 Monate ein Design ändern. Weißt du? Oder beziehungsweise ein gutes Design ändern, also dass es schlecht ist. Weißt du? Keiner hat sich über das YouTube-Design aufgeregt. Nein, die machen so ein anderes, so ein helles, weißes. Und ich fand das Dunkle viel geiler. Weißt du? Und das ist einfach scheiße, finde ich. Das sieht aber halt auch, glaube ich, extrem an Google Plus, generell an Google. Weil die einfach so ein bisschen alles unter Macht haben, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Und dann kommt halt so ein Scheiß bald raus, halt, ne? Ach,
gibt's nämlich keine Liebe mehr zu den zu dem, was sie machen, sondern einfach nur Liebe zum Geld. Habe ich so ein bisschen das Gefühl. Aber gut, solange es YouTube noch gibt, solange man es noch solange es überhaupt noch hochladen kann, Video, sperre ich mich da jetzt auch nur ein bisschen. Ich frage mich aber trotzdem, wo das gehen soll, weil ich meine, jeder regt sich über die neuen Designs immer auf, oder? Und ich kenne auch keinen, der jetzt sagt, oh, das neue Design ist viel geiler. Oder weiß ich, kenne eigentlich nur Leute, die sagen, aber das ist halt einfach so, weil das neue Design ist, kannst du doch nicht geben. Klar, jetzt hat sich die ganze Welt ein bisschen daran gewöhnt. Aber trotzdem geht das auch nicht ohne Spaß. Genauso wie mit dem neuen Kommentarsystem. Ist das halt so ein bisschen wie bei Facebook halt. Ob das jetzt positiv oder negativ ist, ich finde, es hat so eine Seite von beidem. Es hat noch so eine Seite, ist ja noch da. Also das Positive einmal, weil du das dann so einen Spam-Filter gab, der aber auch teilweise echt von Arsch ist. Also der filtert echt nur auf, schaut, ich mache auch. Und dann, ich glaube, das wird ja immer nur ein Satz, ich mache auch. Und wenn da ein Satz damit kommt, macht das halt Spam. Da bist du mir jetzt Eindruck, weil teilweise Kommentare als Spam markiert wurden, die einfach gar nichts damit zu tun haben. Und Spam ist ja im Prinzip wirklich so, du spamst dann eins zu, du sagst immer hi, 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 hi und schickst es 10-mal ab oder sowas. Das ist ja eigentlich richtiges Spam. So Werbung, was ist ja gar kein richtiges Spam, aber das ist eigentlich auch egal. Aber ich finde es eigentlich trotzdem ganz gut, dass sie es drin haben, weil sonst kann dann der YouTuber selber dann sagen, okay, den Kommentar möchte ich drin haben, wenn es eben einen Fehler gibt, mein Gott. Meine Systeme machen nun mal Fehler. Wenn das Programm eben für einen Arsch ist, ist es eben für einen Arsch, aber ich finde einfach die Idee schon mal, den Ansatz einfach schon mal gut, dass sie auch mal an den User denken. Ist ja egal, ob es funktioniert oder nicht. Was halt negativ daran finde, ist irgendwie, dass du zum Beispiel endlich Zeilen hast im neuen Kommentarsystem. Das heißt, in den ersten Wochen habt ihr schon auch mitbekommen, wenn ihr auf YouTube aktiv wart, kam da eigentlich bloß noch so fette Raupen oder irgendwie Bob der Panzer, Bob der Baumeister, nee, Bob der Panzer, wo die dann gegen die neuen Kommentare gekämpft haben. Also gekämpft an für Strich, weil das ist Bob, copy him and put it in another video when you want the old comment system oder irgendwie sowas. Und ich frag mich, ob das mehrere gemacht haben oder ob es nur einer war. Und dann hat sie das halt so ein bisschen über YouTube verbreitet. Und da haben sie sich meistens sogar echt darüber aufgeregt. Und ich fand diese Aktion einfach so richtig geil. Ich fand die überhaupt nicht. Weil Sarah zum Beispiel hat sogar ein extra Video erklärt. Leute, das geht nicht. Und ich dachte einfach so, warum geht das denn nicht? Das ist eigentlich voll lustig. Und da das Kommentarsystem sowieso eher, naja, war. Achte ich mir, komm, machen wir mal so eine Aktion. Ich habe aber selber das nicht gemacht. Ne? Also, und alle Gegner. Wo ist eigentlich mein Mikrofon? Da unten. Okay, das ist dann... mein Gott, das ist weit weg. So. Jetzt müsstet ihr mich vielleicht ein bisschen besser verstehen können. Ne, ich habe ihn aber nie eingefügt, weil ich das auch dann dachte, okay, gut, dann unterstütze ich dich selber bei, aber ich fand die Aktion noch mega geil. Aber selber mitmachen wollte ich nicht. Das war ja noch zu blöd. Aber ich fand's lustig. Ja, aber sonst diese Raupen und sowas, das war immer nur nervig. Weil dann denkst du so, dann klappst du das halt auf und denkst du so, what the fuck, weil du bist ja neugierig auch irgendwie so. Weißt du, dann merkst du, soll ich doch runter scrollen. Ich laufe gerade wieder dumm rum, ne? Das ist halt vielleicht mal da hinten hoch. Ich baue hier meine Treppe rein, weil dann kann ich hier einfach, weil ich noch hier einfach raus. Freiheit. Hallo Blume. Voll Geheimgang hier, ey. Geheimeingang. So, jetzt brauchen wir einmal, was haben wir jetzt alles? Wir brauchen Treppen und Schilder, wir gleich sehen warum. Und das war's. Wir brauchen noch Spitzhacken. Aber wir haben genug, okay. Ich hoffe mal, ich bekomme die Taktik noch raus mit dem Treppchen und so. Ich weiß nicht. Und ich hoffe, ich habe noch überhaupt noch Holz. Guck mal, ich habe sogar noch Treppen. So, es sind 2 und 3. Das reicht eigentlich trotzdem mal mit. Trotzdem nur mit dir. So, einmal sind hier. Einmal sind hier gleich. So. Einer reicht, weil ich mache einfach eine unendliche Wasserquelle. So.
perfekt. So. Hier, 40 Karotten. Ne? Erst mal einer, sind es nur noch 39. Oh mein Gott. So. Wo ist es dunkel? Oh mein Gott, ich sehe Gras. Und nein, ich möchte mit den Treppen und Schildern keine Bänke bauen, wie es vor dem Haus sind. Ja, was? Das war eigentlich hier nichts. Na egal. So. Guten Morgen, liebe Sonne. Hast du auch gut geschlafen? Nee, du warst ja wach, musstest die andere Hälfte der Erde bescheiden. Dann muss es ja noch arbeiten. Mit. Mein Gott. Aber wir üben das jetzt. So. So, wir nehmen auch gleich mal ein Wassereimer mit. So, Chup. Chup, Chupa Chups. Chupa Chups, das habe ich früher gehasst. Na gut, ich hab's jetzt immer noch, aber na gut, ne, man isst jetzt auch nicht mehr so viel. Chupa Chups, ich hab's auch nie gegessen, weißt du. Ich finde generell Lutscher und sowas ist Lutscher. war für mich irgendwie nie attraktiv, weiß nicht. Das war mir einfach zu dämlich. Klar, die ersten 10 Minuten gut geschmeckt, aber dann war es mir einfach nur listig, das immer noch zu lutschen, ohne den wegzuschmeißen. Irgendwie, man möchte noch nicht wegschmeißen. Ah, Mann. So. Oder auch Dauerlutsch oder sowas, weißt du, das ist doch... Weiß nicht, ich kann da nie auf die Idee, warum. Wobei ich generell nie auf Ideen komme. Das ist nämlich hier so ein Kranz. Nein, ein Kranz. Hier drumrum basteln, aus dem Friemeln. Habe ich noch Schau... Oh, ich habe sogar echt noch genug Schaufeln. Dass dann hier Wasser reinkommen kann. Und dann auch in die Mitte leiten kann. Das brauche ich jetzt erstmal diesen Rahmen, dass die Monster halt reinrollen fallen können, ne? Und hier ist noch Gravel. Gravel. Und hier Stein, mein Gott. Für die Schichten hier. Guck mal, hier brauchen wir noch... Hier brauchen wir noch Fackel. Haben wir nur 15 Stück. Zu. Einmal eben das kleine Thumbnail schießen. So. Wir haben schon 10:30, oh mein Gott. So, lalala. Richtig lustig sind wir. Guck mal, da hinten das Eis, das nehmen wir dann auch gleich im Flug mit. Richtig im Flug. Ah, schön. So. Und ich würde sagen, ich bin jetzt schon, weil ich muss es eigentlich kürzer machen. Das tut mir echt leid. Ich muss heute noch packen, muss das wie gesagt noch rendern. Das tut mir echt leid, aber ich würde einfach sagen, in der nächsten Folge machen wir dann einmal weiter hier mit dem Kranz und dem Wasser. Seid gespannt, ich bin es auch. Haut rein, macht's gut, ciao. Danke, dass du dir dieses Video bis zum Ende angeguckt hast, das freut mich sehr. Was mich aber noch mehr freuen würde, ist, wenn du mich abonnieren würdest oder mir einfach eine Bewertung da lassen würdest. Ganz einfach mit Daumen nach oben oder nach unten. Auch kannst du mir einen Kommentar zu dem Video schreiben, egal ob Tipp, Kritik oder sonst irgendwas. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns in einem meiner weiteren Videos. Tschüss.